Oh, bitte lass es was Geiles sein. Alter! Nein! Oh. Alter! Da hängt noch eine Dichtung dran. Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Wir sind hier wieder am geilen Fluss angekommen. Ich habe richtig, richtig Bock. Sind hier auch recht entspannt hergefahren. Das erste Mal mit dem E-Scooter in meinem Leben gefahren. Kann man mal machen. Fand ich nice. Ganze Maskottchen Kobande ist heute wieder mit am Start. Richtig viele Leute, richtig viele Magneten. Heißt also auch richtig viele Funde heute wieder. Scheinbar fahren hier auch die ein oder anderen kleinen Bildchen durch die Gegend. Da muss man ein bisschen aufpassen. Werden wir jetzt auch aufpassen. Ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lang drum herum. Schaut auf Instagram vorbei bei mir und bei Tobi. Der steht natürlich heute wieder hinter der Kamera. Schaut bei Maskottchen Co. vorbei. Wir starten rein, lasst ein Abo und ein Like da. Let's go. Let's go. So, erster Wurf, erste interessante Sache. Was ist das denn? Scheint aus Kupfer zu sein. Irgendwie, keine Ahnung, kann ich mir gar nicht so richtig erklären. Vielleicht wisst ihr es. Ihr außen so ein bisschen golden. Und, weiß nicht, also ein Knopf? Nee, sieht sehr komisch aus für einen Knopf. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es vielleicht. Erster Fund, sehr interessant. Oh, die sind sogar magnetisch. Die sind sogar aneinander magnetisch. Na gut, wir machen weiter. Das ist der zweite Fund und das ist direkt eine Tüte, eine Mini-Tüte. Aber sie war magnetisch. Heißt, da muss irgendwas Interessantes drin sein. Wir werden es jetzt versuchen aufzukriegen und dann werden wir reinschauen, was wir haben. Aha. Hä? Es scheint ein Gefäß zu sein. Also es ist ein kleines Mini-Gefäß. Hier oben kann man es aufmachen. Schau. Komisch. Keine Ahnung, was es ist. Wir machen weiter. So, wir haben hier einen komischen Fund gemacht und zwar einen Deckel. Da steht drauf Rasol oder sowas. Ich weiß nicht ganz genau. Ja, vielleicht finden wir noch das Ding dazu. Wer weiß. Drückt einfach die Daumen. Wir werden es herausfinden. Juhu, weiter geht's. Oh, okay. Hast du an? Ja. Das ist ein Tresor. Da ist das Ding. Da ist er. Nummer uno. Ein bisschen hoch und auslaufen lassen? Ja. Das ist der erste Tresor, der ist aber leider offen. Ja, ist natürlich ärgerlich, aber ich hänge ganz gut, glaube ich. Ich gehe zuerst hier, dann müsst ihr ja eigentlich auslaufen. Ja, aber ich muss trotzdem noch ein Stück hoch. Ich bin immer noch dran, guck, wie massiv die Tür ist. Aber jetzt läuft er vor, jetzt wird er richtig schwer. Oh, nee. Oh, nee, leer. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen stärkeren als den, der hat. Ja, ich hab einen Terror. Reicht nicht. Wobei, ich hänge wieder an. Nee, ich häng gar nicht mehr. Diese Seite ist nicht so gut. Ist nicht mit dem Haken, ist doch voll genau. Nee, leider nicht. Schön. Oh, es ist warm, Leute. Als ich meinen ersten Tresor rausgeholt hatte, da hatte ich bei dem Loberbläschen gedacht, wir haben da unten eine Gasleitung oder sowas kaputt gemacht. Kann man Bilder haben? Ja, und du kannst schön Handyhalterung, Saugnapf. Oh. Das ist aber eher so eine Tablet-Halterung oder so. Interessant, hier schön mit Saugnapf. Der sehr geil. Magnet mit dem war. Moja. So, wir versuchen jetzt diesen Tresor rauszuholen. Komm schon, das schaffen wir easy. Wir haben so viele Magneten. Oh, Alter, ich pack mich so doll. Ich komm. Warte. Lässt du, wer ist denn hier dran? Danke. Ah! Okay, wir haben den ersten Tresor. Wir haben absolut Weltuntergang. Und wir haben schon gesehen, dass da Münzen ist. Da müssten noch 5 drin liegen. Da müssten noch, also jetzt noch 4, glaube ich. Dann haben wir insgesamt 5 Tresore, glaube ich. Oh Mann. Mit dem Tresor ist noch etwas mit ans Tageslicht gekommen und zwar ein Griff von einer ziemlich fetten Pistole. Es könnte natürlich sein, dass es nur ein Schreckschuss ist, das wissen wir gar nicht. Also kann man so jetzt anhand dem Ding hier gar nicht erfassen. Aber mal sehen. Ich hoffe eigentlich nicht, dass wir jetzt so noch Waffen rausholen, weil Wetter und so soll ja den ganzen Tag nicht mehr so geil werden. Wir werden auf jeden Fall noch einiges machen, das Wetter hält uns auf jeden Fall nicht auf. Aber okay, sehr interessant. Kommen krasse Sachen, glaube ich, raus. Wir machen weiter. Oh nee. Da ist das Ding.
Nur noch viermal. Easy. Es ist ein Motorrad. Boah. Ja, aber ich auch dran. Boah. Boah. Alter, krass. Er hat ein Telefon. Ja. Oha. Ein Funkgerät. Wie nice, Leute. Hallo, 4-0 auf Straße, weiß ich nicht. Perfekt. Nice, das Teil. Komm mal helfen, ab zum Motor. Oh, wo sind die Haken? Ja, die brauchen. Ey, die hängen gar nicht gut. Oh, da war ich dabei. Nee. Ist auch nicht gut, oder? Ja. Problem ist, ich werde bald abgehen, wenn ich hier an der Seite hänge. Glaube ich auch bald. Gale, ja. Oh, oh, nochmal. Ich bin der Abschein. Der klettert drüber, zieht den. Wollen Sie einen Haken holen? Ja, guck mal, Haken. Haken. Da ist noch ein rosanes Seil und ein Haken drin, hinten im Wagen. Freunde, ist spannend. Das ist geil, so ein altes, ne? Richtig schönes. Ah, mein Magnet hängt noch, ja. Gerade überlegt, wo mein Magnet hin ist. Mein Magnet hängt noch. Gerade kurz mal überlegt. Ich hatte den Haken in der Hand und hab gedacht, was fehlt jetzt gerade hier? Ja. Ah, was denke ich, oder? Warte, Jungs, ist gar nicht gerade. Warte, ich. Hast du so eilig heute? Ja, nee. Machbar. Wir müssen das Ding noch ein bisschen baden. Da ist doch noch ein bisschen. Das Problem ist, wenn der Haken weg. Ja, ja. Oh, fuck. So, sehr gut. Oh, wir haben's. Ja. So. Komm mal Hand weg. Der reift noch nicht. Vorsicht. Hey. China, oder? GT Union. Was? So eine Dämpfer hier kann man auf jeden Fall noch benutzen. Wichtig, dass das Ding aus dem Wasser raus ist. Man sieht hier so ein kleines bisschen Öl, wer weiß. Nicht gut, nicht geil. Sowas darf nicht mit ins Wasser eigentlich, das ist ganz, 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 ganz gefährlich. Jetzt ist es raus wenigstens. Schon mal wichtig, wir machen natürlich weiter. Oh, ist wieder ein Rahmen, wa? Oder so? Kannst du mit ran? Könnt ihr mal lieb sein? Den Handschuh heben, der da schwimmt. Was? Ein Handschuh drunter. Was ist denn? Safe ein Rahmen. Oder? Hier, Pedale. Komisch. Ich mal hier mal durch. Ja, genau. Sieht aber dann wie ein Motocross-Teil aus. Mach weiter. Oh, es ist anstrengend, Leute. Haben wir hier. Ja, könnte Gulli sein. Könnte Gulli sein, ja. Gulli? Ja, nice. Jetzt immer unten. Halbe Geldkassette mit ordentlich Schlamm drin. Die kommt auf jeden Fall. Das ein oder andere sehr interessante Gerät jetzt raus. Nice. Freunde, wir haben hier was dran. Und die sieht. Warte, wir drehen mal den Lauf gleich weg. Ah, hinten der Bügel ist raus, also der Bolzen. Das macht die nicht ungefährlicher. Ja, das ist recht. Alle mal hier in Sicherheitsabstand, gerade die Kleinen, bitte. Ist aber Plaste. Ist komplett aus Plastik. Also ist die schön fake. Gut. Ein Glück. Tief durchatmen, Leute. Alles entspannt. Trotzdem schön. Schön. Komplett aus Plastik. Entwarnung, sage ich mal. Entwarnung. Naja, ist doch geil. Also, Plastik ist geil. Einfach, weil wir dann keinen Stress haben. Sehr schön. Sehr schön. Och man, also wir haben ja Glück gehabt, ne, mit einer Plastikpistole, aber der John, der muss es immer gleich übertreiben. Wir schauen gar mal. Gar nicht, übertreib nicht. Du hast ganz wenig Pistole. Da hängt noch eine Dichtung dran. Oh shit, die ist sehr echt. Die ist auf jeden Fall sehr echt. Die ist echter als echt. Das heißt, auf jeden Fall Polizei rufen. Nein. Das ist eine alte Polizeipistole wahrscheinlich, oder? P09? So aus. Ja, legen wir mal weg und dann rufen wir Polizei. Oh Mann, die Polizei, Leute. Fuck. Ey, nein! Ist sie? Nein, hier, heb mal an. Alter, krass. Alle verarscht. Hat ja auch gar keinen Bügel, hä? Wir sind so dumm. Also kein Bolzen. Bügel. Alter, hier. Wer wirft denn hier Plastikwaffen weg? Was ist das denn? Die Wiege wurde verarscht. Gar nicht, ich bin voll verarscht. Jetzt möchte ich auch anfassen. Oh, so viel Glück gehabt, Freunde. So viel Glück gehabt. Das ist ein eingepacktes Schloss.
ja, das ist ein A-Bus. Ja, das kriegst du aber nicht raus. Gut, lassen wir. Ja, eingepacktes Schloss von A-Bus. Wenn du jetzt noch einen Schlüssel raus, dann kann ich sogar noch benutzen. Sehr nice. Kleines Kind? Bisschen weg bitte, danke. Ach, guck mal hier. Willst du 10 Pfennig haben? Altes Geld? Schönes altes Geld. Sehr geil. So, wir haben einen Schlüssel gefunden mit ziemlich cleanen Schlüsseln. Und wir hatten doch hier vorhin dieses Schloss. Wir versuchen das jetzt hier mal rauszuziehen. Gibt es da irgendwie einen Verschluss oder so? Nee, ist einfach wirklich nur dreckig, oder? Mann! Du hältst die Lasche fest. Ah, das rutscht. Ja, es kommt. Guck, es ist schon ein Stück raus. Oh, oh Mann, ich bin schwach, Alter. Oh, das kann doch nicht sein, warum guckst du dich da raus? Da bekommst du den meisten Kraft. Jetzt ist alles in meinem Nacken, ich raste aus. So, da ist unser Schloss. Und wo ist jetzt das Schlüssel noch? Wir brauchen einen A-Bus-Schlüssel. A-Bus war der erste, oder? Nee, alles. Verdammt! Wir hätten vorher gucken müssen. Scheiße. Ja, doof gelaufen. Keine A-Bus-Schlüssel dran. Wollen wir gar nicht probieren. Unnötiger Clip, wir machen weiter. Easy. Da oben bleibst. Und nicht unter der Kante, dann schaffen wir es. Vorsichtig. Ganz wichtig. Ich würde es von der Form her sagen, Geldkassette in der Tüte. Denke ich auch. Warte, ich bleib weg. Oh ne, ist keine Geldkassette. Oh, bitte lass es was Geiles sein. Ah, nein. Alter! Oh. Nein! Oh. Alter! Der Fund! Halt's Maul! Ach komm! Guck dir das an, bitte! Ach komm! Guck an! Es ist alles voller Schmuck! Es ist alles voll Schmuck! Fette Tüte! So eine Tüte voll Schmuck! Es gibt kein Ende. Ach du Scheiße. Guck dir das an hier. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Was? Das sind alles Armreifen. Guck mal hier. Boah, ich könnte durchdrehen. Einen riesen Schatz haben wir gefunden. Ey. Wahnsinn, oder? Das ist sogar noch nicht verschmutzt. Ja, das muss auch alles geputzt werden. Machen wir alles schön sauber. Und da. Durch das so. Dann. Jetzt muss ich mal zum nächsten gehen. Die haben einen Tresor gefunden. Juhu. Wo räume ich denn das hin? Wenn ich in die Kiste bitte hinten. Kiste hinten, ja. Gib sie dir. Alter. Aber ob das was wert ist, kann man nicht beurteilen. Einmal ein Rasierer, hä? Ist das einfach ein Rasieraufsatz? Rasierer? Ja, Rasieraufsatz. Ja gut, mal wenn die... Hey, schaut mal! Du hast ganz schmutzige Finger, ich pass aber auf. Boah, guckt euch das mal an. Ist auch Plastik hier. Also ich sag euch ehrlich, wenn davon was wert ist... Ist auch Plastik, zum Glück, haben wir auch rausgeholt. Hier. Wenn es alles echt sein sollte, was natürlich sehr wahrscheinlich nicht ist, dann war es das letzte Video auf diesem Kanal. Wer hat nochmal die Brücke ausgesucht? Ecke. Jetzt plötzlich hat er es. Vorhin hab ich noch die Brücke rausgesucht. Jetzt plötzlich hat er sie rausgesucht. Gefällt mir. Das ist unfassbar, Jungs, Mädels. Alle, die hier zugucken, es ist nicht passiert. Schau mal. Oh, Freunde. Was war das für ein krasses Video? Das wird wieder ein zweiteiliges Video. Zweiter Tag wird es darauf, die Woche Game. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Es war ein verdammt geiles Video. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Zeigt es mir mit dem Däumchen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst, wenn ich ihn hochlade. Jeden Freitag, 14.30 Uhr, merken, wichtig. Und ja, schaut auf Instagram vorbei, da werden wir richtig viele Bilder von diesen ganzen Funden hier heute machen. Verdammt geile Sachen dabei gewesen. Schaut bei Maskottchen und Co. vorbei. Es gibt auch die ganzen anderen Sichten zu den ganzen Funden, auch zu diesen ganzen Tresoren, die da unten rausgeholt werden. Müsst ihr definitiv vorbeischauen, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Verdammt geile Sache. Jetzt wird sie da windig. Oh. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Wann auch immer ihr dieses wunderbare Video hier schaut. Das war's von mir und Tobi, der hinter der Kamera steht. Und tschüss.